Sie wird nicht versteckt. Die Gedenktafel für das rechtsextreme Freikorps Oberland auf dem Weinberg in Schliersee. Jeder soll sie sehen und auf Informationstafeln daneben lesen, was das Freikorps war und wie Rechtsextreme den Ort missbrauchten. Ursprünglich hing die Tafel an der Kapelle, jetzt ist sie Teil eines eigenen Denkmals. So haben es die Schlierseer in vielen Diskussionen beschlossen. Werner Hartl, lange Leiter des IG Metall Bildungszentrums in Schliersee, war bei den Diskussionen dabei. Also wenn die Tafel jetzt ganz weg gewesen wäre, wie wir das gedacht hätten, dann wäre das so ein bisschen wie getilgt. Dann wird das so aus dem Ort getilgt und jetzt ist es eigentlich viel besser. Weil jetzt kann man das nochmal aufgreifen, man kann sich dran reiben, man kann anhand von dem Ding jetzt diskutieren. Jahrelang wurde auf dem Weinberg der Kämpfe um den Annaberg in Oberschlesien 1921 gedacht. Ein Gedenken, das zunehmend Rechtsextreme und Neonazis unterwanderten. Der neu gestaltete Gedenkort erzählt diese Geschichte und die Geschichte des Freikorps Oberland, das unter anderem beim gescheiterten Hitlerputsch 1923 dabei war. Seit 5 Jahren haben Schlierseer, Historiker und Interessierte diskutiert, wie mit der Tafel umzugehen sei. Oft wurde heftig gestritten, aber am Ende standen alle hinter dem neuen Denkmal. Es waren, glaube ich, 6 Vortragsreihen im Pfarrsaal unten. Und die waren anfangs sehr kontrovers, aber im Laufe der Vortragsreihen hat man dann gemerkt, dass sich die Parteien, die unterschiedliche Ansichten hatten, angenähert haben. Und zum Schluss war es dann guter Kompromiss. Heute wurde der neue Gedenkort in Schliersee eingeweiht. Die Schlierseer sind ein bisschen stolz auf das, was sie da gemeinsam geschafft haben, auch wenn es schwierig war. Künftig wollen IG Metall und katholisches Bildungswerk hier mit Seminaren und Veranstaltungen zur Geschichte rund um den Gedenkort informieren.